Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufend Entdecken Podcasts. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach jetzt auf Spotify geht und uns 5 Sterne gebt. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf iTunes uns 5 Sterne gebt. Ihr könnt uns natürlich verfolgen und unsere Radiogesichter euch ansehen auf Instagram oder auf Facebook oder vielleicht sogar auf YouTube. Dort könnt ihr uns auch abonnieren. Ihr könnt auf Strava schauen, was wir so treiben und wie das Training läuft. Ihr könnt jetzt neuerdings auch auf TikTok uns beim Wanken und Tanzen zusehen, wenn ihr das wirklich wollt. Und wenn ihr das Ganze ganz, ganz toll findet, go to Steady oder Patreon, werft uns ein paar Münzen in den Beutel. Wir freuen uns ganz sakrisch, weil so können wir das ganze Programm weiter aufrechterhalten. Und nun darf ich euch eine neue Folge präsentieren. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, ein kurzer Einwand von mir aus dem Schneidepult. Diese Folge ist in Kooperation mit dem Trailrunning Szenen Magazin entstanden. Ihr findet in der aktuellen Ausgabe einen Artikel über die Hanna Twins und wir haben diese Möglichkeit genutzt und sie uns vor das Mikrofon geholt und wünschen euch nun Spaß. Viel Spaß bei der Folge. So, und mit mir sind heute in der Stellvertretung vom Florian, der leider nicht kann, wie ihr alle wisst, ist er im Windel-Akkorddienst unterwegs und muss Dinge wechseln und sich hochgeistig mit seinem Nachwuchs unterhalten, der jetzt da schon mehrere Worte kann, möchte ich hier hinzufügen. Bald wird er den Flo überholt haben mit den verschiedenen Worten. Ist der Sebastian, den ihr auch schon kennt, aus mehreren Folgen. Hi. Hallo, hallo. Also known as Bergziege, ich weiß. Richtig. Und wir dürfen heute bei uns begrüßen und Trommelwirbel und große Begeisterung die beiden schnellsten Schwestern Deutschlands, würde ich mal behaupten. Ohne dass ich es weiß, aber ich behaupte es einfach einmal und beweist mir heute das Gegenteil. Und zwar die beiden Anna-Schwestern. Hallo! Hallo! zu eurer Historie. Ja, das Netz ist voll von wann ihr geboren seid, wo ihr herkommt, was ihr so macht den ganzen Tag. Also da kann man sie bei Achilles Running nachhören, da kann man beim Philipp Flieger nachhören, da kann man Wikipedia bedienen. Also, liebe Leute, wenn ihr das gerade beim Longjog hört, wenn ihr daheim seid, hört euch das an, lest euch das durch, auf das gehen wir jetzt gar nicht ein. nur so viel sei gesagt, ihr habt einen knallvollen Kalender, wenn es um Sport geht, seit Kindesbeinen und habt, glaube ich, so ziemlich alles ausprobiert, was denn einmal dort war und habt es dann auch immer durchgehalten. Ich glaube, das war so die einzige Bedingung, was ihr so mitbekommen habt, der Eltern. Wenn ihr es ausprobiert, gern, aber dann macht es halt ordentlich und nicht nur 2 Wochen. Ja, genau. Und irgendwann habt ihr dann ganz, ganz viel, ich sage jetzt gar nicht geopfert, sondern eingetauscht gegen's Laufen. Ist auch viel einfacher beim Transportieren via Tuba. Und seid dann ins Laufen hineingekippt und seid dort hinausgeschossen bis hin zu den Olympischen Spielen im Marathon. Und ja, Olympische Spiele ist jetzt halt schwierig gewesen, auch den letzten beiden Jahren und so weiter, somit stattfinden an sich. Aber ihr habt eigentlich quasi so alles erreicht, was man so erreichen kann. Nur, und jetzt? Also, was kommt jetzt? Drogen, Partys, Pension? Na, also, ich glaube, Drogen brauchen wir nicht. Partys, das haben wir schon, sogar bevor wir gelaufen sind. So von 14 bis 17 Jahren waren wir auch viel auf Partys unterwegs, also halt so Dorfpartys. Und ja, bei mir ist tatsächlich, was kommt jetzt? Das ist wirklich was mich beschäftigt hat. Und dass ich im Trailrunning dann komplett wieder eine neue Liebe zum Laufen gefunden habe. Eine absolute Leidenschaft. Also, dass ich wieder dieses Feuer in mir gespürt habe, was ich halt von mir kenne, als ich halt mit dem Laufen begonnen habe, als halt alles komplett neu war. Und ja, nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch lauter neue Anforderungen, die auf einmal wieder sich mir gestellt haben.
War die Umstellung leicht für dich, dass du gesagt hast, das probiere ich mal? Oder ist es einfach, wenn man auch gern läuft, läuft man halt mal abseits? Ist es einfach passiert? Oder hast du gesagt, ich will komplett einfach mal einen ganz anderen Sport machen? Weil es ist ein anderer Sport, oder? Das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen. Es ist schon ein anderer Sport. Ja, also andere Disziplin auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich genauso halt weit entfernt wie quasi Bahnwettkämpfe oder Hallenwettkämpfe und Straßenlauf. Das ist eine andere Disziplin von Laufen. Ja, das im Training war nicht so, dass ich das halt schon immer mal so abseits gelaufen ist. Also klar läuft man auch mal Wald- und Wiesenwege, aber Marathontraining auf der Straße ist schon sehr, stupide, genau. Also da macht man nicht so Ausflüge, halt einfach mal einen Berg hoch oder so. Und es war dann tatsächlich so, dass mich aber Adidas gefragt hat, ob ich den Trailläufer Janosch Kowalczyk, der das Everesting gemacht hat, eben einmal bekleiden möchte, einmal den Hochgrat hoch im Allgäu. Das ist, also der ist 10-mal hochgelaufen, 8848 Höhenmeter, das heißt 800 Höhenmeter, die habe ich mir zugetraut, auch als Straßenläuferin. Und das war aber wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, wow, krass, also davon brauche ich mehr. Und also das war halt von daher null geplant. Oder, also ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwie mich neu orientieren möchte. Es war eher so eine Phase beim Laufen, auch durch die ganzen Wettkämpfe, die dann abgesagt wurden, dass ich gemerkt habe, dass ich so eine, ein bisschen so einer Schwebe bin. Also das Training hat mir schon Spaß gemacht, aber so das letzte Feuer, der letzte Funken hat gefehlt und den man aber braucht, um halt tatsächlich an seine halt Grenzen zu laufen. Also wirklich beim ersten quasi Antesten hatte ich direkt dann die Waldmuse geküsst und hat gesagt, komm du mal her hier, ich habe da einen schönen Berg. Ja, so ungefähr. Also ich war machtlos. Also es war auch keine bewusste Entscheidung wieder, sondern das war einfach, ich bin ein Gefühlsmensch, das heißt, ich handle immer nach meinem Herzen und ich habe direkt in dem Moment gemerkt, das ist der Weg, den ich weitergehe, ohne mir vorher dann Gedanken zu machen, okay, was heißt das jetzt für die Straße, was heißt das für meine Sponsoren, was heißt das für irgendjemanden, sondern es war einfach, okay, das ist was ich machen muss und dann muss ich halt gucken, wie der Rest dann halt auch passt, dass ich diesen Weg gehen kann. Wobei, wenn wir da kurz noch auf der Straße bleiben, weil du gesagt hast, als Straßenläufer, ich traue mir auch die 800 Höhenmeter zu. Also, wenn man jetzt da die Glockner Bergstraße raufläuft, ist ein Straßenlauf, ist trotzdem steil. Ist es jetzt da beim Marathontraining oder beim Straßentraining, habt ihr da nicht auch immer schon mal so Bergintervalle oder irgendwie Anstiege drinnen, also dass man zumindest das trainiert, auch wenn dann der Berlin-Marathon jetzt da nicht unbedingt der Berglauf ist? Ja, der ist super flach. Ja, wir machen schon, oder ich bin ja noch auf der Straße auch Bergintervalle, sind aber dann meistens kürzere so, vielleicht mal 600 Meter ist halt schon echt lang und dann das wieder runter, aber halt klar bei einem lockeren Lauf auch mal einen Berg hoch, aber das passiert dann einfach, aber es ist weniger Trainingsinhalt, also klar wellige Strecken, aber so einen Berg hoch zu laufen und vor allem dann, ist das dann schon alpin? Dort oben gewesen? Bis zum Gipfel, das letzte Stück. So ja, ein also vor allem sucht man sich halt immer einen Untergrund raus, wo halt kein Verletzungsrisiko ist, also möglichst ja. Gerade und so. Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied, das merke ich auch. Oder was ich auch selbst merke, dass ich halt davon profitiere. Ich trainiere jetzt auch immer mal mit Anna mit, obwohl ich auf der Straße bleibe, weil es halt einfach auch ein guter Reiz ist. Aber wie viel das mental auch an Energie beansprucht, wenn Anna da so leicht physisch so ganz locker den Berg runterläuft und ich bin so, wow, ist das anstrengend so mental. Das ist schon ein großer Unterschied, aber eine coole Herausforderung. Wie war das bei euch in der... So, ihr seid jetzt da beide um einiges jünger, wie ich und viel, viel, viel jünger, wie der Sebastian, aber habt ihr das in der Jugend auch schon ausprobiert? Einfach dieses, ihr habt ja das optimale Setting, um Dinge auszuprobieren. Also so, Studien zu machen. So, okay, wir probieren jetzt einmal diesen Trainingsreiz aus. Die eine macht's, die andere nicht. Bringt er was, bringt er nichts? Oder, ich mache jetzt mal nur Intervalle und du machst nur das. Also und auch bei der Straße und Offroad. Probiert ihr solche Dinge aus
und sagst dann, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, oder ist es ganz gleich? Oder sprecht ihr verschiedene Dinge an? Ich würde sagen, weniger. Ich glaube, das, was wir als Zwilling gemerkt haben, wie wichtig es ist, eine coole Gruppe so um sich zu haben oder wie man sich gegenseitig motivieren kann. Und ich glaube, wir haben früh gelernt, überhaupt nicht neidisch oder eifersüchtig zu sein, weil ich glaube, sonst kann man als Zwilling nicht beide Leistungssport machen, weil dann zerfrisst es einen, weil es halt immer diesen Vergleich gibt, sondern dass man einfach sagt, wenn die Schwester schnell läuft, oh cool, das kann ich auch, mal schauen, wann ich es zeigen kann. So. Und ich glaube, das haben wir als Zwilling gelernt. Von den Trainingsreizen haben wir nie irgendwelche Experimente gemacht. Nee, wobei es wahrscheinlich sehr spannend wäre. Was wir aber schon dann gleichzeitig auch gemerkt haben, also wie viel es bringt, in einer Gruppe zu trainieren oder halt auch als Zwilling zusammen und wie wichtig es ist, aber jeden als Individuum zu sehen. Also das ist halt, ich glaube, bei anderen Sportlern ist es irgendwie nochmal selbstverständlicher, aber dass man auch als Zwilling zwei Individuen ist und das dann auch im Training immer reflektiert. Also dass halt, wenn die eine dann halt sich gut fühlt, und man sich selbst nicht so gut fühlt, dass man dann halt auch stark genug im Kopf ist und zu sagen, ja, nee, das reicht für heute, heute geht nicht mehr. Und das ist auch was wir halt über die Jahre dann gelernt haben, eben auch auf den eigenen Körper zu hören und festzustellen, dass selbst wenn wir so gleich aussehen, dass trotzdem halt manchmal die Körper auch unterschiedlich reagieren. Ja, das wird wahrscheinlich erst recht dann bei Offroad oder im Trail, wenn ihr beide gemeinsam jetzt im Trail einmal trainiert, so sein, weil dass du auf der Straße quasi dasselbe tust und der eine hat vielleicht 2 Zentimeter längeren Schritt oder kürzeren Schritt, ja schon, aber sonst ist es ist halt überschaubar spektakulär, was da passiert. Es ist halt eine Asphaltbahn. Und im Trail gehe ich ja mal davon aus, dass ja, ihr seid gleichzeitig geboren, aber die eine fühlt sich vielleicht mehr wohl bergauf oder noch viel schlimmer, die eine fühlt sich mehr wohl bergab und ja, als die andere. Stellt ihr das auch fest? Ja, das war auch was mich so, weil man sich als Zwilling ja immer vergleicht und versucht zu sehen, na, was sind die Unterschiede. Und ich habe mehr Respekt vor Tieren, mehr Respekt vor der Höhe, bei mir läuft früher eine Risikoabwägung statt, sage ich mal. Und das kommt Anna, glaube ich, so ungemein zugute, dass sie halt auch so super stark bergab ist, obwohl sie noch gar nicht lang Trail läuft, dass sie den Kopf komplett ausschalten kann. Und ich übe dran und sehe das so als Vorbild, auch halt in anderen Situationen. Aber das fällt mir deutlich schwieriger. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch, wenn wir zusammen unterwegs sind, wenn man dann jemanden hat, der auch so ein bisschen vorausschauend ist oder denkt, okay, ist es jetzt eine gute Idee, dass wir weitergehen oder ich glaube, da ergänzen wir uns gut, weil ich da sehr impulsiv bin und halt immer erst im Rückblick dann meine Erfahrung mache und Lisa das immer schon mal vordenkt und ja, ich glaube, das ist dann eine gute Kombination. Ja, dieses Bergablaufen ist ja wirklich schon eine tricky Geschichte, ja. Da habt ihr da mit dem Peter einen Gastgeber, der kommt auch aus dem Leistungssport, oder wo man verhindert, darf ich ja sagen, wo du wärst eigentlich ins Skigymnasium in Stams aufgenommen worden als Slalom-Skifahrer, als Slalomläufer. Und bei dir ist es kommt immer dieses Berg und schnell, ja. Das ist egal wie. Du warst immer schnell runter. Und ich merke es, wenn ich mit ihm laufe, okay, vergesst jetzt mal den Altersunterschied von den 100 Jahren, ich weiß schon, aber Spaß beiseite, der Peter kann den Kopf komplett ausschalten, komplett, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, noch hat es ihn nicht geschmissen, aber es ist so ein Unterschied und ich bin schon von all unseren Freunden und unseren Trainingsgruppen gar nicht so langsam runter, nur wenn er läuft, dann weiß ich, da passiert was anderes, ja, und ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, okay, ja, ich schaue auch, ich screene da die 3-4 Meter und du konzentrierst und fokussierst und gibst eh schon Gas, aber er macht das nochmal so viel schneller und das ist schon eine Sache, wenn du das kannst, komplett ausschalten, gewinnst du hier die Rennen auch. Das klingt jetzt so blöd, aber runter kannst du so viel gut machen, abgesehen, dass du dann dich komplett blau schießen kannst, noch schlimmer als bergauf, aber das runter ist gewaltig und da gewinnst, da kannst du Rennen wirklich gewinnen, ja, also es bist werdet ihr eh wissen, ja. Aber ich bin begeistert, wenn man das kann, ja. Also so richtig Hirn ausschalten.
Ich hoffe halt, dass ihr, vor allem wenn du sagst, ihr kommt nur von der Straße und es ist ja trotzdem was anderes, ob du gewohnt bist, immer schon wo hügelig runterzulaufen. Ich bin am Berg groß geworden, habe von klein auf waren wir in den Alpen und ich bin immer als Kind runtergelaufen, weil es immer super war. Und wenn man das nie geübt hat, ich finde das ganz toll, dass ihr das, gut, ihr seid jetzt absolute Profisportler, aber dass es einfach so macht und keine Angst habt, dass der Knöchel mal passiert oder umgekehrt, das ist schnell passiert, ja, aber ich finde das großartig. Gut ab. Also was wir oder was mir tatsächlich eine Sicherheit gibt, also das Runterlaufen haben wir natürlich nie geübt in der Kindheit. Und auch keine Geschwindigkeit auch, oder so. Nee, also. Aber das, was wir gemacht haben, wir haben jahrelang Kampfsport gemacht, also bis wir 18 waren, Jiu-Jitsu, das heißt, wir wissen, wie man fällt. Und das gibt mir tatsächlich eine Sicherheit. Also, dass ich weiß, wenn ich fall, dass ich mich halt abroll und halt so den wenigstmöglichen Schaden davon trage. Und es ist tatsächlich schon so, dass es ganz oft passiert ist, dass ich dann halt eine Rolle gemacht habe und dann auf einmal halt wieder halb stand, wo dann andere gedacht haben, so, wie, was war das jetzt? Und natürlich schützt es nur einen gewissen Grad. Es kann natürlich immer passieren, dass man halt irgendwie stürzt und es dann halt nicht so gut abrollen geht. Oder aber trotzdem ist es so eine gewisse Sicherheit, die es mir gibt beim Downhill-Laufen, dass ich zumindest weiß, wenn ich stolper, dass ich dann halt noch also keine Angst vorm Fall habe, sondern halt automatisch anfange, wie bewege ich mich, damit ich halt möglichst wenig Schaden bekomme. Ja. Wobei der Janusz Kowalczyk ist ja auch kein langsamer Bergab. Also er ist ja gleichzeitig mit uns den IRTF gelaufen, ja, 20. Den hat er gewonnen. Großen Abstand. Mhm. Ja, der ist ja in die 100 Kilometer ist der ja gelaufen in 10 Stunden irgendwas. Also absurd. Absurd schnell. Und ich habe mir seine Zeiten angeschaut, weil ich wissen wollte, wo er gewonnen hat. Und ja, natürlich ist er bergauf jetzt da nicht langsam. Aber bei 30% Steigung bist du halt nicht besonders schnell. Also da ist jeder nur im G-Modus unterwegs, das kannst du nicht laufen, aber er ist halt wirklich alles, was gerade aus und runter gegangen ist, die ganzen 100 Kilometer in einem Viererschnitt gelaufen oder schneller. Und die 20% Gefälle im 3,50er Schnitt runterlaufen durch den Wald, musst du halt auch einmal machen. Vor allem noch einen zweiten Marathon hinten raus. Deswegen hast du da mit ihm geübt oder hast du dann wirklich mit erfahrenen Trailläuferinnen dir das angeschaut, wie machen die das? Oder war das einfach, ja, geht schon? Also am Anfang war es geht schon und dann aber tatsächlich, dass ich, also das ist auch das Coole an den Trailläufern, was ich gemerkt habe, die Community, wie die mich aufgenommen haben. Also es hätte ja auch sein können, dass halt irgendwie so, was macht die jetzt da? Die gehört auch auf die Straße, sondern das war halt sofort so, hey, wie cool, dass du das irgendwie, dass du jetzt im Traillauf bist und das ausprobierst und hab dann auch viel mit Trailläufern trainiert, bin auch nach Innsbruck zum Trainieren, wo ich dort mit der Gruppe trainiert habe und mir halt ganz viel übers Downhill-Laufen auch über Gespräche und dann auch über Abschauen beigebracht habe. Also es war natürlich auch, wo ich das erste Mal runtergelaufen bin. Also ich habe schon gemerkt, dass ich halt nicht diese Angst habe. Und aber trotzdem ist es ja auch Technik, die man braucht, um schnell Downhill laufen zu können. Und das ist was ich merke, dass ich da immer noch am Anfang bin. Also dass es da noch so viel Verbesserungspotenzial gibt. Und das hilft mir dann auch extrem, wenn ich dann halt guten Downhill-Läufern einfach mal hinterherlaufe, um zu sehen, welche Linie laufen die. Also natürlich die am schnellsten nach unten geht. Das musste ich auch erstmal lernen, dass es da gar nicht so gibt, wo setzt man den Fuß auf, sondern der Fuß wird schon seinen Weg nach unten finden. Und es hilft mir dann extrem, wenn ich den halt hinterherlaufe und da den Rhythmus spüre, und merke, wie wissbegierig ich da bin, eben besser zu werden. Zwei Fragen. Das eine ist, bist du da eher auf der Richtung, ich will technische Downhills oder technische Strecken laufen oder will ich, ist im Trail immer ein lustiges Wort,
laufbare Strecken laufen, weil laufbar ist alles, was nicht seilversichert ist. Der UTMB ist laufbar zum Beispiel. Also wirklich wobei laufbar. Der UTMB ist wirklich laufbar. Also das würde ich selbst jetzt auch sagen, dass es laufbar ist, aber so am Anfang, wo mir gesagt wurde, so, ja, also der erste Teil, das ist Autobahn, also es ist super laufbar. Und es war halt mein erster, also Wettkampf dann. Und beim Einlaufen denke ich so, was? Also ja, das ist halt eine neue Definition von laufbar. Ja, ich bin gerade in dem Bereich, dass ich halt noch viele Sachen ausprobieren möchte. Also ist natürlich merke ich, dass mir Strecken zugutekommen, wo halt auch sehr viel Flachpassagen oder halt gut laufbare Passagen dabei sind. Da kann ich halt meine Geschwindigkeit, die ich von der Straße habe, ausspielen. Und trotzdem möchte ich mich eben auch in den technischen Bereich verbessern. Und deswegen bin ich auch froh drüber, dass ich jetzt im Februar, 5. Februar bei den Skyrunning World Champs laufe, Sierra Nevada im Schnee. Also das ist halt auch nochmal eine krass neue Herausforderung, was mir zugutekommt, dass ich jetzt hier in Norwegen im Skilanglauf-Trainingslager bin und natürlich ich auch meine Laufschuhe dabei habe und hier mit Krödeln eben dann auf Schnee lauf. Ja, also das heißt, ich merke natürlich, wo meine Stärken liegen derzeit im Traillauf. Nur die anderen Sachen habe ich eben noch nicht so ausprobiert. Deswegen möchte ich die halt auch machen, um zu gucken, hey, vielleicht habe ich da ja auch Potenzial. Oder es hilft mir halt auch, je technisch besser ich werde, wird mir das eben auch in den einfachen technischen Rennen weiterhelfen. Ja. Hilft es auch? Also die Lisa bleibt ja auf der Straße momentan und wird da wahrscheinlich irgendwann einmal 1,58 laufen oder wenn man was der Kip joggen kann. Der hat ja Rückenwind gehabt. aber wenn du das auch mitmachst und auch abseits des klassischen Marathon-Trainings unterwegs bist, hilft das für die Straße auch? Also dass man einfach andere Muskeln und andere Bewegungen drinnen hat? Oder ist die Straße einfach wirklich so Autobahn und wer den besten Autopiloten hat und was die Muskeln am längsten durchhalten, der gewinnt. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Also den Körper immer, also Training funktioniert ja so, dass der Körper immer neue Reize braucht, auf die er sich anpasst. Und vor allem, wenn man halt schon viele Jahre auf der Straße gelaufen ist, ist es auch gut, andere Reize zu bekommen. Und ich glaube, dass auch Kraft in den Beinen, also klar, je spezifischer oder je näher ein Wettkampf kommt, umso mehr Straße wird sein, aber es tut mir auf jeden Fall gut, auch im Gelände zu laufen, viele Berge zu laufen und es ist halt auch für den Kopf richtig schön, wenn ich mit Anna in den Bergen bin, ist halt einfach was anderes als eine Aussicht in Berlin. So. Ja, auch wenn ich Berlin sehr, sehr liebe, ja, ich glaube, dass ich vom Kopf frisch bleibe und mein Körper halt immer irgendwie neue Reize bekommt, ist es richtig gut. Ja. Trainiert ihr beide eigentlich noch sowas mit Herzfrequenzmesser? Da braucht ihr das alles nicht mehr. Es geht nur mehr pur, ihr kriegt einen Trainingsplan und es geht einfach nur mehr um genaue Vorgaben. Oder checkt ihr euch noch so, wie das der Hobbysportler macht, mit Gurt oder mit Stride als Wattmessung? Verwendet ihr sowas überhaupt? Nee, und es liegt auch dran, an meinem Trainer, den ich habe, Dieter Hogen, der ist bei allen wichtigen Trainingseinheiten eigentlich, also der ist jetzt hier in Norwegen dabei, der ist in Berlin bei fast allen Trainingseinheiten dabei und er sagt immer, er muss mich laufen sehen, also ich soll nach dem Gefühl steuern. Klar, manchmal stoppt man halt die Zeit mit, um zu sehen dann, wie schnell es war, aber ich soll während des Trainings auch eigentlich nicht auf die Uhr schauen, weil also was sagt eine Zeit aus irgendwie? Also ich muss halt meinen Körper reinfühlen und schauen, okay, wo ist die Grenze, was kann ich laufen? Und halt auch immer Fokus auf die Lauftechnik legen und ja, nicht auf irgendwelche Zahlen. Also ein gutes Gefühl zu haben, gute Lauftechnik und das Gefühl zu haben, ah, jetzt bin ich am Anschlag, das eigentlich ist Optimum, was ich machen kann. Und dann schaue ich hinterher, wenn ich die Zeit genommen habe, wie schnell das war. Okay, aber zeichnet ihr die Werte gar nicht auf? Weil die Straße ist ja eigentlich prädestiniert, dass sie super data-driven ist, dass du sagst, ich laufe mal, ob ich jetzt hinschaue oder nicht, aber ich nehme Herzfrequenz, Watt, weiß ich nicht, Glukosewert, Windgeschwindigkeit und keine Ahnung, was ich vorher gegessen habe. und track das und schaue es mir zumindest in der Retrospektive an und sage, aha, mir ist es heute so und so gut gegangen, meine Werte waren so
Oder ist es völlig, ist es im Profisport dann völlig egal? Ich glaube, man kann das nicht allgemein sagen. Bei mir oder bei uns ist es so, lockere Läufe laufe ich oft auch ohne Uhr, wenn ich die Runde kenne und ungefähr weiß, wie lang die ist. Lockere Läufe sollen ja locker sein und dann kann das halt mal schneller und mal langsamer sein, aber das Gefühl muss halt locker sein. Und dann sind es wirklich nur so Tempodauerläufe, wo ich die Geschwindigkeit nehme, aber Herzfrequenz nehme ich nicht. Nee. Und als ich noch auf der Straße war, habe ich ja bei Dan Laurent trainiert. Und dadurch, dass er mich nicht bei jedem Training gesehen hat, es auf Ferntrainingbeziehung sozusagen ausgelegt ist, habe ich bei jeder Trainingseinheit Herzfrequenz genommen. Und so nicht, dass ich mein Training danach gesteuert habe, aber Dan liebt auch Daten, dass er quasi dann alle möglichen Daten von mir hatte. Und es ging auch los mit halt, dass ich jeden Morgen 10 Minuten meine Herzfrequenzvariabilität gemessen habe. Auch nicht, um direkt, wenn dann irgendwie was war und ich mich aber gut gefühlt habe, dann das Training umzustellen, sondern halt immer retrospektiv, wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, zu gucken, gibt's da schon vorher einen Hinweis. Und da hilft's natürlich, wenn man eine große Datenmenge auch hat. Und viele Sachen aber auch, wie zum Beispiel Glucose-Chip, das haben wir auch beide ausprobiert. Genau. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, dass es Menschen gibt, die sehr zahlenaffin sind oder auch viele Freizeitsportler, sie lieben dann möglichst große Tabellen zu haben mit möglichst vielen Zahlen. Und dann die Frage ist, ob das was am Training ändert. Also dann hatten wir dann auch die Werte und so, das war auch super interessant zu sehen. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, das hat aber nichts am Training verändert. Also weil als Marathonläufer hat man seine Strategie, wann man wie viel isst, Kohlenhydrate zu sich nimmt während des Marathons. Und unter der Belastung sollte der Blutzuckerspiegel auch konstant sein. Also wenn man halt da wirklich in die Unterzuckerung reinkommt, dann ist die Frage, ob man tatsächlich Profisportler ist und sich halt schon richtig auf den Marathon vorbereitet hat. Ja, von daher ist es immer halt irgendwie spannend, neue Tools auch zu sehen, die auszuprobieren und dann aber halt zu entscheiden, okay, bringen die mich in meinem Training wirklich weiter? Ja. Also ja, der Florian und ich haben das auch ausprobiert, das Teil. Und wir haben jetzt auch dieses Armbändchen dazu. Auf das bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil das irgendwie dann das live zeigen soll, ohne dass man irgendwie was scannen muss. Aber mal schauen. Dann sind wir auch gespannt. Freuen wir uns auf deinen Erfahrungsbericht. Gerne, ich möchte es nämlich ausprobieren tatsächlich ja. Beim kurzen Ultra, ich glaube 55 Kilometer oder so sind das. Und da ist es ja so, dass es im Gegensatz zum Marathon nicht die gleiche Belastung, sondern du hast ja mal bergab irgendwie und gibst halt mehr Gas, weniger Gas. Und da würde es mich dann einfach im Nachhinein interessieren, ob man es merkt. Weil beim gleichmäßigen Lauf soll es ja gleich bleiben. Und mich würde einfach interessieren, ob dann dieser unrhythmische Lauf auch diese Werte durcheinander schmeißt. Ja, es ist tatsächlich auch was, also mit so Race Nutrition, was ich lernen durfte. Ich bin nämlich auch halt so naiv reingegangen, dass ich dann halt dachte, okay, Chiemgau Trails sind 45 Kilometer, ist ja ungefähr die Marathondistanz, bis ich dann halt hinterher dann realisiert habe, es dauert halt aber doppelt so lang, wie ich normal auf der Straße brauche. Und das halt total unterschätzt habe mit der Ernährung und Flüssigkeit und alles, was ich zu mir nehmen muss. Das ist auch was, wo ich merke, auch, dass man halt im Straßenlauf dann halt super cool alle 5 Kilometer jemanden hat, der einem das Trinken reicht und man eben im Traillauf für alles selbstverantwortlich ist und manchmal selbst nur so ungefähre Angaben hat, wo die nächste Verpflegungspunkt ist. Also das ist was, wo ich merke, dass es halt auch zu der Disziplin gehört. Also dass Traillaufen halt auch ein wichtiger Punkt ist, wie ernähre ich mich und auch wie komme ich mit der Ernährung während des Laufens zurecht. Weil Hochlaufen, Runterlaufen ist natürlich was anderes als beim Straßenlauf, wie du sagst, wo halt einfach immer monoton immer dieselbe Belastung auf den Körper ist. Ja, vor allem bei den Verpflegungspunkten, manchmal sind sie ja sehr reizvoll, dass du Gummibärchen, Suppe,
keine Ahnung, was alles kriegst dort. Also wenn man jetzt da die Chamonix-Runde macht, egal welche, man weiß halt einfach bei der Labestation schon, ja, jetzt bin ich in der Schweiz, weil dort riecht es nach Käsefondue. Das ist halt wirklich so. Und mich wundert tatsächlich, dass es auf der französischen Seite kein Baguette gibt. Aber dann, dass man dann nicht in die Versuchung kippt und sagt, ah ja, jetzt da hätte ich Lust auf, wenn ich weiß, dass es nicht vertraut. Andererseits, manchmal rettet einen diese Abwechslung, weil man seine Gels plötzlich nicht mehr verträgt, diese salzige Suppe ein Lebensretter wird, weil man einfach zu viel Salz verloren hat. Also das ist schon, durfte ich auch lernen, ganz eigen, nur wenn man da jetzt als Profi hingeht, und ich gehe ja davon aus, dass du jetzt sagst, ich will, nachdem du Golden Trail Series einsteigst und einmal die Dachserie gewinnst, und du willst jetzt nicht irgendwo im Midpack herumgurken bei den bei den Amateuren, sondern doch wahrscheinlich das professionell ausüben auch und sagen, dort, wo ich bin, ist vorne. Wie geht man das dann dort an? Weil du darfst ja gar nicht überall zum Beispiel deine Verpflegung zur Verfügung haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei den Golden Trails hier jetzt anders ist. Darfst du an jedem Verpflegungspunkt deine Verpflegung abgeben? Nee. Dann nehme entweder ich mithaben oder nehmen, was dort ist. Genau, genau. Und auch, dass da das Ding ist, dass halt dort die längste Distanz 45 Kilometer war. Das ist halt nochmal ein Riesenunterschied, wenn es halt in Ultrabereich geht, denke ich mal mit der Verpflegung. Und ja, es ist trotzdem, also ich habe Morten-Verpflegung auch schon während des Marathons immer genommen und das merke ich, dass ich das auch beim Traillaufen super vertrage. Daran, wo ich mich gewöhnen muss, ist an Gels. Weil ich habe zwar meine zwei Flaschen dann, meine zwei Flasks mit Morten, aber die reichen halt nicht. Und das heißt, ich brauche dann halt Gels. Und mit Gels kam ich eigentlich nicht wirklich zurecht. Und es war bei den ersten Läufen, dass ich, wo ich die genommen habe, halt gedacht habe, boah, also die Konsistenz und einfach alles. Und das ist aber auch halt Gewohnheit, merke ich, dass es jetzt halt immer besser geht. Oder es auch das erste Mal ist, dass ich Cola trinke und mich drauf freue, also bei den Verpflegungsstationen, was es halt auch nie gab. Also ich bin überhaupt kein Cola-Fan und da ist dann halt echt, wo ich dann merke, okay, mein Körper braucht aber Zucker, dass ich dann halt Cola trinke. Ja, und also dadurch, dass die Distanzen halt noch so kurz sind, in Anführungszeichen, halt für Trailläufer, bleibe ich bisher also bei Flüssignahrung und komme damit gut zurecht. Aber das Cola geht immer, das stimmt. Ich trinke nie Cola, nur bei den Ultras und da freue ich mich wirklich drauf. Und das ist vollkommen richtig. Diese ISOs phasenweise, da beim UTMB war mal 3 Stunden kotzübel im wahrsten Sinn des Wortes, dann ging es besser. Aber das Cola hat mich wieder aufgebaut. Dann habe ich lieber Wasser und ab und an diese Zuckergedöns. Ja, es ist ja purer Zucker, es ist nichts anderes in Wahrheit. Und das schießt so ein und tut so gut und ich trinke sonst nie, nie. Aber bei den Ultras, ja, freue mich schon immer total aufs Cola. Nee, ist total wichtig. Und ich glaube, wenn es richtig lang wird, ich meine, da ist es ja dann ab, weiß ich nicht, 12, 16, 18 Stunden, ist auch ein Red Bull, egal ob es ekelhaft, also ob man es mag oder nicht. Aber irgendwann hilfreich. Koffein ist halt dann es auch geht halt nur ums Koffein, um nichts anderes. Ja. Muss kein Red Bull sein, aber das ist in Wahrheit, bist du da schon irgendwo an der Dopinggrenze. Das ist jetzt bei uns Hobbyleuten wurscht, aber ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ist, ob du, wie viel Koffein man nehmen darf und wie das erlaubt ist. Aber das ist eine gute Frage. Koffein ist auf der Beobachtungsliste jetzt aber schon seit einiger Zeit. Und es gibt im Laufen keine Beschränkungen. Also die überlegen schon seit langem, ob sie da irgendwann ein Limit setzen sollen, aber bisher noch nicht. Also von daher darf man so viel Koffein zu sich nehmen, wie man verträgt. Ja, ja weil wir haben es ja auch gesehen, es war nicht nur Red Bull oder irgendwie ein Koffeingetränk, sondern es gibt ja auch diese Koffein-Shots, die halt dann wirklich 6 Espresso in einem kurzen Röhrchen sind und dann ist man halt die nächste Nacht wach. Ja. Was aber natürlich in dem Fall Sinn macht, weil in der Nacht auf einen Berg raufgehen und einschlafen dabei ist halt auch nicht die beste Idee.
Auf der anderen Seite muss man schon aufpassen, weil ich glaube wirklich, dass es gesundheitlich nicht gut ist. Vor allem in der Dauerbelastung über, was weiß ich, Zeitreihe über 20 Stunden, das ist nicht gut, weil das, da bist du sowieso in einem Ausnahmezustand, auch fürs Herz. Und wenn du dann noch mehr Koffein reingibst, glaube ich nicht, dass das so super ist. Ich glaube auch, dass ich damit nicht zurechtkäme. Also dadurch, dass halt der Puls ist ja eh hoch und wenn dann halt zu viel Koffein ist, hätte ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass also die Gefahr, da einzuschlafen, ist dann, glaube ich, geringer. Wart auf die langen Kanten, die du irgendwann mal machst und dann musst schauen, dass der Puls hoch bleibt. Das ist dann die nächste große Sache, so nach wirklich langer Zeit, wenn du die Nächte durchläufst. Dann reden wir wieder. Aber das Spannende ist, jetzt hast du einen super spannenden Trainingsplan. Du hast Strecken, die einfach aus dem Bilderbuch sind, weil ich das auch liebe. Ich komme auch vom Marathon, weil mir hat jeder gesagt, ich habe mir immer gewünscht, war immer Bergsport und dann wollte ich den Jungfrau-Marathon machen, als ersten Marathon. Und alle haben gesagt, nein, kannst nicht machen, du musst Straße machen. Gut, meinen ersten Marathon in Berlin gemacht und so weiter und ich weiß, wie hart es ist. Ja. Und ich behaupte ja generell, ein Zehneraufzug oder ein Halbmarathonaufzug oder auch ein Marathon auf Bestzeit, das ist 30 Mal härter als der UTMB. Ist so. Ja. Ich mache die Ultras nur aus Faulheit, weil ich mich nicht mehr so quälen will. Ist so. Und jetzt nur die Frage, du hast total spannenden Trainingsplan, sagst, juhu, ab in die Berge, neuer Fokus. Lisa, du bleibst auf der Straße. Mich interessiert das schon, wie motivierst du dich, dass du da wirklich seit Jahren, und es sind mittlerweile Jahre, ja, weil eure Personal Best sind 2,14, 2,15 im Marathon, sagst, ja, ich mache das immer noch. Und bist dann ein bisschen neidisch und sagst, okay, komplett neues Setup. Ich meine, du trainierst eh ein bisschen mit, aber wie geht's dir dabei? Weil das ist viel härter, glaube ich. Mental, ne? Dass ja, du dich ich glaube, da das war richtig gut, dass Anna... Ja, ich glaube, es war richtig gut, dass Anna zum Trail ist, weil ich mir dadurch halt irgendwie, weil ich dann so oft gefragt wurde, wechselst du auch zum Trail, dass ich mir halt auch die Frage stellen musste, so, wofür schlägt mein Herz, wofür brennt mein Feuer? Und das ist halt noch die Straße. Also du hast gesagt, die Bestzeit-Marathon ist aus 2015 und ich bin mir halt sicher, dass ich noch schneller laufen kann. Und das spornt mich jeden Tag im Training an und ich liebe das, die Straßenwettkämpfe, die vielen, vielen Zuschauer, das ist halt auch eine mega krasse Energie. Bei den Trails, klar, hast du auch eine krasse Energie durch die Berge und durch alles, aber ja, das ist so unterschiedlich und ja, es ist einfach ein Gefühl, dass ich auf die Straße gehöre und solange das Gefühl da ist, solange das Feuer noch brennt und ich so den Drang verspüre, noch eine Bestzeit zu laufen, werde ich auf der Straße bleiben. Das hast du die Frage vorher beantwortet, weil wenn man euch eure beiden PBs anschaut im Marathon, Hut ab, großartig. Ich habe sie auch live verfolgt, weil das haben natürlich immer angeschaut, das hat eine gute Coverage gegeben. Das ist sowas von spannend gewesen und natürlich ist das super, wenn dann die Motorräder mitfahren und wenn ihr dann in den Pulk läuft und etc. Das ist so cool, aber es ist schon eine Zeit her. Jetzt haben wir 2022, gut, reden wir nicht über die fürchterliche Pandemie, in der wir immer noch sind, aber ich finde es cool, dass du sagst, ja klar, das will ich nochmal wissen. Ne? Also gerade im Marathon-Distanz, finde ich super. Das wird klappen. Mich interessiert ja auch jetzt gar nicht, wie geht's auf ein paar Jahre, also dass du sagst, ich will es nochmal wissen, sondern mich interessiert es ja schon unterjährig, weil ich bin jetzt ja ein Wettkampfmensch eher. Der Sebastian macht die ich glaube, hauptsächlich das Ganze, weil wir was gemeinsam machen und weil die Ausblicke schön sind und so weiter. Ich mache halt gern auch Wettkämpfe. Und dann sind das halt am Trail machst du halt pro Jahr 7, 10, 18, 20. Und auf der Straße machst du 2. Also wie hält man die Motivation unterjährig hoch, dass man sagt, oh, toll, es ist jetzt April, jetzt darf ich mich vorbereiten bis September. Toll, toll. ich glaube, es helfen auf jeden Fall so Trainingslager, so Trainingsblöcke. Also ich bin jetzt hier knapp 4 Wochen in Norwegen und da einfach zu sagen, okay, den Rhythmus, den Tagesrhythmus komplett auf Training aufstellt und für mich ist halt irgendwie ein 4 Wochen Trainingsblock nicht lang so. Und da macht man halt einfach ein paar auf dem Wettkampf hin. Und es sind halt auch, ich habe auch eine Trainingsgruppe in Berlin und dann sind halt auch manche Trainingseinheiten schon unter einer Art Wettkampfbedingungen, sage ich mal, halt ohne Zuschauer so. Das reicht, also zu wissen, dann das eine große Rennen laufen zu können, Aber wie hoch ist dann der Druck? Oder ist der nicht nochmal viel, viel stärker? Weil wenn du 12 Wettkämpfe pro Jahr hast oder 17 und dann ein Rennen halt nicht
funktioniert, weil, weiß nicht, was Falsches gegessen, ich habe nicht gut geschlafen, mir geht's nicht gut, keine Ahnung, egal. Ja, dann ist das halt so. Und wenn ich aber nur 2 pro Jahr habe, ist dann der Druck nicht noch viel größer, dass es an diesem einen Tag klappen muss? Ja, vielleicht schon. Ich würde halt sagen, es gibt vielleicht im Frühjahr dann das eine Rennen, was klappen soll. Und dann kann ich ja, wenn ich will, noch Wettkämpfe vorher laufen. Aber egal, wie gut die sind, wenn das entscheidende Rennen nicht gut ist, dann nützen die vorher auch nicht so viel. Und das lasse ich mir auch offen, ob ich im Frühjahr oder auch Sommer, Herbst wieder mehr Wettkämpfe laufen werde, wenn es halt mit allen so drumherum passt und von der Form her. Ist es eine coole Sache, auch um Sicherheit zu bekommen, wie du schon sagst. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, wenn das eine Rennen feststeht, muss ich an dem Tag abliefern. Und da hilft es nicht, wenn ich sage, ja, aber ich bin ja vor 6 Wochen doch einen guten 10-Kilometer-Lauf gelaufen. So. Ja. Ist es eigentlich motivierend, dass du sagst, jetzt da die deutsche Konkurrenz bei den Damen ist ja mittlerweile durchaus ansprechend. Motiviert ist, oder trainiert man dann auch zusammen, wenn man sagt, okay, jetzt gibt es nicht mehr nur 2 oder 3, sondern jetzt gibt es schon 1,5 bis 2 Hände voll? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das tut unserer Laufszene insgesamt gut. Je mehr gute Läuferinnen da sind, umso mehr Aufmerksamkeit kommt drauf. Und wir verstehen unseren Marathon auch mit allen Läuferinnen gut. Also gerade in Berlin sind ja auch die Schöneborns, Debbie und Rabea sind da. Und in meiner Trainingsgruppe ist die Blanca zum Beispiel, die jetzt letztes Jahr U20 deutschen Rekord im Halbmarathon gelaufen ist. Und wenn Leute in Berlin sind, kann es auch gut sein, dass sie sich einfach dann fragen, ah, kann ich mich im Training anschließen? Ja, ich glaube, also ich finde es positiv für die Laufszene, wovon wir alle profitieren können. Mhm. Ist für mich eine wichtige Frage, weil ich mir das wirklich oft so unfair finde, ganz generell. Ja. Also Stellung der Frau im Leistungssport, ja, Stellung der Frau in der Gesellschaft, wie es mal ist, so weit wollen wir gar nicht gehen, sondern das, was ihr halt macht, wie geht es euch mit Preisgeldern, wie seht ihr da die Rolle etc.? Also es gibt ganz eklatante Beispiele bei den Trails, wo es wirklich krass ist und unterschiedlich und ich weiß nicht, wie es bei den Marathons ist, aber wie steht ihr da dazu? Also im Prinzip einfach ist es nicht. Ich bin absolut für Frauenpower im Sport generell, ja, und für Gleichbehandlung. Aber wie geht's euch damit? Habt sicher auch schon unfaire Szenen erlebt, wahrscheinlich. Ne? Was ich sehr positiv finde, dass man das nie irgendwie von den männlichen Athleten spürt. Also, das ist nie so, dass die ein Gefühl geben halt, natürlich, dass man langsamer läuft, natürlich, aber dass die halt dadurch irgendwie die Leistung von einem weniger wertschätzen oder so. Das ist halt immer, ist nie so. Also das ist so, spüre ich so krasse Wertschätzung von den männlichen Athleten, auch den weiblichen Athleten gegenüber. Und das, was bei Adidas Terex auch ist, dass es insofern Equal Pay gibt, dass halt das Geld, was für männliche Athleten ausgegeben wird, genauso vieles wie das für weibliche Athleten innerhalb des Teams. Wo die auch halt einfach ein Statement setzen wollen, weil eben Frauen im Sport halt genauso wichtig sind wie Männer im Sport. Und ich merke schon, dass es da eine Entwicklung gibt, ein Umdenken oder wahrscheinlich nicht Umdenken, sondern Weiterdenken, dass ja auch bei den World Marathon Majors das Preisgeld gleich sein muss, wobei man da als Fußnote wahrscheinlich hinzufügen könnte, dass es natürlich neben dem Preisgeld auch Startgelder gibt, wo dann die dann halt immer noch sehr weit auseinander liegen. Aber zumindest ist die Entwicklung aus meiner oder aus unserer Sicht zumindest in die richtige Richtung. Ja, und ich glaube, es hilft auch, sich zu sagen, dass es liegt ja auch viel an uns, also an uns Frauen, wenn wir uns gegenseitig pushen und supporten und es nicht als Konkurrenz sehen, sondern zu sagen, hey, wir werden immer mehr, weil es gab halt auch immer mehr Männer, die gelaufen sind, als wirklich Top-Frauen, so von der Dichte der Spitze. Und wenn die Dichte der Frauenspitze enger wird, dann wird es halt auch spannender. Und ich glaube, so haben wir die größte Chance, irgendwann Chancengleichheit da zu haben. Ja, finde ich super, weil ich kann nur das Beispiel geben, ich glaube, die Andrea Meyer hat da ein Rennen gewonnen und am Ende, also war erste von allen, auch von den Männern, wie sie es öfter geschafft hat da bei ihren Sachen und hat aber nur das Damenpreisgeld bekommen und nicht den Sieger.
Würdet ihr bei sowas mitlaufen, wenn ihr wüsstet, sowas, dass sowas gibt? Also ich würde das boykottieren. Das ist eine total subjektive Frage, aber ich finde das so krass und sowas geht einfach nicht. Ja? Und das hast halt bei so kleinen Wald- und Wiesentrails leider ab und an oder so alten Bergläufen gibt es das schon noch. Also mir geht es da ganz schlecht, wenn ich sowas höre. Ja, vielleicht muss man gerade mitlaufen und halt einfach drüber erzählen und oder im Interview dann einfach Zielinterview das mal ansprechen und zu sagen, ist mein persönliches Gefühl, ich bin die Schnellste gewesen, wäre das nicht fair, wenn ich irgendwie auch das Preisgeld irgendwie von des schnellsten Läufer ja, genau. Bekommen. Ja, aber auf jeden Fall sollte man also kommunizieren, darauf aufmerksam machen, aber vielleicht weniger anklagen, sondern einfach so den Leuten, ich glaube, vielen ist es einfach auch gar nicht bewusst, irgendwie, das war schon immer so und da gibt's halt die Männer und die kriegen das und die Frauen das, dass man einfach sagt, ja, aber aus welchem Grund, also warum sollten Männer mehr bekommen und wenn es da keine Begründung gibt, dann ja, wird es auch nicht mehr lang so sein, hoffentlich. Ja, und das finde ich super, weil ich wäre da viel radikaler. Ich werde da viel mehr bei euch kämpfen, glaube ich. Das tut ja, das mir total leid. Also das ist, wir ticken eher so, wir versuchen das dann immer halt mit Handreichen sozusagen und Kommunikation und halt immer davon ausgehen, dass eine gute Intention hinter dem ist, was der andere macht. Und wenn das Ergebnis halt nicht so gut ist, dann halt das durch irgendwie reden oder aufmerksam machen, ja, versuchen dann das Bestmögliche dann herauszuholen. Ja, weil ich glaube, dass, also wenn man halt zu pushy ist oder gegeneinander, dann sind viele Männer tendenziell eher halt gerade so, ich bin der Stärkere. Also dass die dann halt sofort zumachen und so. Und das ist ja eigentlich die große Fähigkeit der Frauen ist, irgendwie auch halt kommunikativ sanft bei den Männern durchzukommen. Ich glaube, da hat der Trailsport auch einen großen Vorteil gegenüber dem Straßensport, weil im Straßensport einfach ewig lang, also gefühlt, was nicht, 100, 300 Jahre, nur Männer gelaufen sind oder laufen durften. Und der Trailsport als Sport quasi so jung ist, dass gleich von Anfang an auch Frauen am Trail waren. Jetzt nicht in der Masse und es sind auch jetzt dann noch, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es 70, 30 oder irgendwas in die Richtung. Und man hat aber gleich direkt gesehen, wenn da am Start du am Start stehst oder eine Courtney Dowalter beim 100 Meiler am Start steht oder so, naja, die wird mich halt ordentlich nass machen. Die sehe ich beim Start, da kann ich nochmal winken und die hat dann schon ausgeschlafen, duscht und beim zweiten Frühstück, wenn ich vielleicht ins Ziel komme. Und da hat es, glaube ich, das gar noch nie gegeben, dass du sagst, ja, die Männer sind so viel schneller und besser und sowieso. Weil diese Langdistanz-Ausdauergeschichten, ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr das da überhaupt noch der reine physische Unterschied eine Riesenrolle spielt. Weil das so viel im Kopf funktioniert. Je länger, umso stärker die Frau. Ja. Ja, irgendwo gibt es ja der Turning Point. Ich glaube, irgendwie bei 130 Kilometer oder so. Ich weiß es nicht genau, wo das dann eben genau so ist. Mir hat es mal einer evolutionsbiologisch erklärt, dass die Männer halt jagen mussten und halt immer bam, voll Power geben, sich ausgeruht haben, weil die Frauen eben die haben den ganzen Tag Bären gesammelt, haben sich dann zu Hause um die Kinder und um den Mann gekümmert und waren halt den ganzen Tag immer unterwegs und der Mann halt immer raus und bam und ausruhen und bam und ausruhen. Und dass uns das jetzt eben dann halt, je länger die Distanzen werden, zugutekommt. Und das, um die Männer nochmal ein bisschen hochleben zu lassen, was mir beim Traillauf auffällt, dass halt, wenn das so passiert, dass ich dann halt, wie zum Beispiel Madeira Island Ultra Trail bei den 42 Kilometern, dann auf den letzten Kilometern noch an zwei Männern vorbeilaufe, dass die halt mich anfeuern. Also das finde ich halt, das ist so, wow, also krasse Geste und das erlebe ich im Trailsport aber ständig. Auch wenn Frauen sich gegenseitig überholen, dass die sich nochmal halt kurz zwei, drei Worte wechseln und sich dann pushen und halt, dass es nicht so das Gegeneinander ist, sondern irgendwie so gemeinsam den Sport ausüben. Das ist was, was ich faszinierend finde. Da ist das Traillaufen wirklich, also von der Straße, glaube ich, wahnsinnig weit weg. Also da gibt es Triathlon, das ist ganz schlimm.
dann ist Straßenlauf und dann ist Trail. Und im Trail wollen die Leute halt miteinander laufen und dann ist der eine halt an dem Tag schneller und dann ist der andere an dem Tag schneller und wenn du an mir vorbeilaufst, hey, super toll. Und gerade wenn es um ganz vorne geht, weil auf der Straße ist es ja zum Teil so, dass die Leute, weiß ich nicht, bei einem Marathon 3,45 mit den Ellbogen arbeiten und denkst da, lustiger, du bist 2719er und wenn du jetzt vor mir bist, bist zwei Plätze vor mir. Das interessiert auf der Welt exakt niemanden, nicht einmal deine Mama. Also, warum? Und am Trail ist es halt, habe ich es noch nicht erlebt. Und ihr habt es vorher gesagt, es ist bei den schnellen Läufern, also bei den männlichen Läufern, die sind auch so, dass sie sagen, alle Leistungen sind gut. Also die wissen auch, ihr seid super schnell. Ich glaube, dieses Problem mit Männern wollen sich unbedingt beweisen, das ist gerade bei diesen, nennen wir es mal, überambitionierten Amateuren, glaube ich, das größte Problem mit, oh, eine Frau kann nicht schneller laufen als ich oder so. Oder was soll, die hole ich mir noch im Zielsprint um den goldenen Blumentopf. So in diese Richtung. Ist es im Profisport, ist wahrscheinlich gar nie ein Problem, oder? Ja, würde ich auch sagen, dass ich glaube auch, wenn man im Trainingslager zusammen ist und also die Männer bekommen ja auch mit, was wir so trainieren und da klappt es selbst, dass man nachmittags halt einen lockeren Lauf zusammen macht und dann machen die Männer nicht so, ja, für mich ist ja noch bis 3,45 Pace locker, für die Frauen ist das anstrengend, also laufen wir doch mal 3,45, sondern dann passen die sich der Geschwindigkeit der Frau an so, weil das ja für einen lockeren Lauf völlig egal ist, ob man 15 Sekunden schneller oder langsamer läuft und gerade bei so dann Kräftigungsübungen, Stabi-Einheiten. 3,45 ist nicht locker. Niemals. Ja, das haben viele Männer gesagt. Das ist für uns auch schon. Ja, aber ich meine, ich glaube, da haben wir Frauen oder viele Frauen dann gerade auch Lust, dann so bei Kräftigungseinheiten, Yoga ist das Beste. Die stärksten Jungs. Einfach mal eine richtige intensive Yoga-Session machen. Genau. Und so finden wir es ja auch lustig, dann so ein bisschen damit zu spielen und ein bisschen den Mackerin rausgehen zu lassen. Einfach mal in der Früh gemeinsam Eisbaden gehen und dann schauen, wer noch lacht. Genau, sowieso. Ich habe jetzt da zu den Trainings habe ich ja noch eine Frage. Habt ihr auch irgendeine Trainingsidee gehabt oder irgendeinen Trainingsreiz, wo irgendein Trainer gesagt hat, machen wir das, wo ich gesagt habe, das war so richtig für ein Zimt? Also irgendwie so, ja, haben wir ausprobiert, aber nö. Ja, fällt mir spontan ein. Als ich einen Ermüdungsbruch in der Ferse hatte, kam ich auf die Idee, weil ich durfte einbeinig Rad fahren, also weil das eine halt ein Gips war, bin ich halt einbeinig Rad gefahren und weil ich da den Puls nicht hoch genug bekommen habe, in meiner Einschätzung, hätte ja auch nicht Sinn gemacht. Es ging ja eigentlich nur darum, sich zu bewegen. Habe ich das in die Sauna gestellt und bin einbeinig auf der Rolle in der Sauna Rad gefahren, bis ich mich halt komplett weggeschossen hatte, dann das Problem hatte, dass ich in dem Zustand kaum noch vom Rad runterkam, meine jüngere Schwester rufen musste und dann also der Körper halt rebelliert hat. Ich habe mich übergeben durch die Hitze und alles. It's an experience. It's an experience. Don't do it again. Schön, aber so lernt man sich doch selber kennen. Ja, total. Also jetzt, Lisa, das würdest du nie machen, oder? Nee, ich wüsste schon vorher, wie präpariert die ist. Also ich glaube, ich hätte auch gesagt, Anna, bist du sicher, für welchen Zweck so? Geh doch auf die Rolle und hinterher in die Sauna, wie wäre es damit so? Ja. Das würde mich noch interessieren, du wechselst jetzt da komplett, also Diana wechselt jetzt komplett auf den Trail. Wie schaut dieses Jahr aus? Weil Adidas macht ja auch den Innsbruck quasi als Hauptsponsor. Ich weiß, du willst den OCC laufen, also die, was sind das, 54, 56, irgendwas um den Dreh. Gibt es da Vorgaben oder hast du da irgendwie schon deine 8 Rennen, die du laufen willst? Oder
Gitter im Adidas Terra gesagt, hey, schau, den machen wir auch und hier und lauf mal. Ja, also Adidas Terex gibt schon so Key-Events raus und trotzdem, dadurch, dass wir auch ein großes Team sind, ist es auch immer, also hat man sehr viel Mitspracherecht. Und wenn man halt irgendwie einen besonderen Bezug zum Rennen hat, darf man auch dort starten. Wie zum Beispiel, also Anfang Mai ist Chiemgau Trail und ich wohne ja im Chiemgau und das ist wieder Teil der Golden Trail Series. Und das ist dann halt dadurch ein Rennen, was mir dann halt sehr am Herzen liegt, wenn ich das halt quasi in meiner Hood dort laufen kann. Und ja, von daher, das ist mir, glaube ich, auch immer wichtig. Also das ist halt, es gibt ja so, so viele Trailläufe und dass da halt eine gewisse Flexibilität drin ist. Und ich bin auch noch nicht am Ende mit meiner Saisonplanung, also weil ich halt merke, dass ich angefangen habe zu planen und dann auf einmal wieder viel zu viele Wettkämpfe in meiner Agenda hatte, wo ich wieder festgestellt habe, okay, nee, das ist keine gute Idee. Ich muss halt wieder Prioritäten setzen und gucken, welche Rennen helfen mir auch bei welchen Rennen. Und ja, aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen dann fix machen. Und aber das ist tatsächlich auch das, was die Straße an Vorteil hat. Da sucht man sich halt die zwei wichtigen Marathons raus im Frühjahr und im Herbst und findet dann halt einfach nur irgendwie Vorbereitungsrennen. Und beim Traillauf ist es halt echt, dass ich mir halt auch denke so, wow, krass, was für eine coole Herausforderung, da hätte ich Lust zu laufen. Oder Sierra Sinal, was da für ein Starterfeld ist, gegen die stärksten Frauen zu laufen, da hätte ich halt richtig Lust drauf. Und so geht es dann halt die ganze Zeit und da werde ich jetzt noch einen Weg finden und natürlich mich auch mit erfahrenen Trailläufern austauschen, die mir dann auch bei der Saisonplanung helfen. Weil das traue ich mir tatsächlich noch nicht zu, da eine Saisonplanung zu machen. Dafür kenne ich die Rennen auch nicht gut genug. Ja, weil wenn die dir sagen, okay, wenn das dein Höhepunkt ist, lauf das als Vorbereitung, weil das vom Untergrund oder von den Steigungen ähnlich genau. wird passen. Mhm. Ja, habe ich schon so Kommentare bekommen. Was willst du, das technische Rennen laufen, wenn Sierra Sinal ist gut laufbar. Also was mir ja dann auch wieder entgegenkommt. Und ja, da, wie ihr merkt, ich bin da noch nicht am Ende meiner Planung. Ja, also ich bin ja beim Wettkämpfen meistens, schlägt der Sebastian immer die Hände über dem Kopf zusammen. Weil bei mir ist es so, dass ich sage, oh, ist ein Berg, lauf mal rauf. Oh, ist ein anderer Berg, lauf mal rauf. Und er sagt, schau dir diesen Ausblick an und ist das nicht toll? Und wir müssen dort laufen, weil es ist so schön. Und sagt, ist ein Berg, toll, toll, Steinerhaufen. Laufen ist Hobby. Ja, ich möchte was sehen, ich möchte was erleben. Und jetzt sind alles großartig, du rockst das. Das ist eines der schönsten Rennen, dass ich hier gelaufen bin. Das ist super cool. Ja. Ah, krass. Aber beim UTMB ist ja er letztes Jahr den Ganzen gelaufen und in den CCC und da ist es mir tatsächlich auch entfleucht während dem Lauf. Stehen bleiben, Foto machen, Sprachnachricht aufnehmen. Es ist schon geil hier. Und beim OCC ist es halt auch so. Also lauf einfach bis La Flegère dir einen Vorsprung raus, weil den letzten Downhill kannst richtig knallen, der ist richtig geil. Den kannst du dann genießen. Also. Weil der ist, glaube ich, bei allen Rennern ist der gleich, glaube ich, von oben runter. Ich denke schon, ja. Aber der ist wirklich der Hammer. Der allerletzte nach Chamonix runter ist wirklich unvergessen. Und der geht wirklich schnell. Der geht steil, aber der geht schnell. Das ist ein bisschen auf die Wurzeln schauen, aber boah, da fliegst. Ah. Ja, also da ist dann, egal was vorher war, da ist Runners High angesagt. Und dann ist man ja direkt in Chamonix wieder drinnen und dort stehen dann halt wirklich viele Leute und feiern dich. Also auch wenn man um 4 Uhr in der Früh ankommt, gibt's ein paar Leute, die trotzdem schreien. Das in einer Pandemie, ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass da ganz Chamonix ist ja schon die Wochen zuvor, das ist halt einfach so unfassbar, was für eine Energie dort herrscht. Also das ist halt einfach... Also Gänsehaut, sobald man da in dem Städtchen ist und alles auf UTMB ausgelegt. Man sieht auch nur Trailläufer, gefühlt. Und sogar vollkommen wurscht, ob du läufst oder nicht, weil das ist einfach die Stimmung großartig. Da kann man einfach nur, also wenn der Peter mal jetzt die ganze Kante läuft, würde ich nur mitfahren und einfach nur, ich liebe sowas, Chamonix ist großartig, das ist einfach super. Also wenn dieser Cast rauskommt, werden wir wissen, ob ich gezogen worden bin. Ah, toll, toll, toll. Vielleicht
Vielleicht bin ich im Lostopf. Ja. Wer weiß. dann habe eine Frage habe ich dann noch dazu. Du laufst momentan ja die Marathon-Distanzen. Also quasi ja. irgendwas, was vergleichbar ist. Es dauert halt länger, aber von der Distanz her vergleichbar. Ja. Mit oder ohne Stöcken? Unterschiedlich. Also ich bin tatsächlich, ich bin in Stubaital, Gletscher, Glacier, Ultra Trail oder so gelaufen. Mhm. Und da geht dann halt die letzten 7 Kilometer, 1500 Höhenmeter richtig steil hoch und mit Ankunft auf dem Gletscher. Und das war das erste Rennen, wo ich mit Stöcke gelaufen bin. Also dass ich dann halt ab, wo es quasi dann so steil hochging, die Stöcke mitgenommen habe und es auch im Training immer mehr auch probiere. Also ich glaube, dass es ein riesen Vorteil ist, wenn man die Stöcke beherrscht, auch das Aufbauen, Abbauen, wenn es richtig steil ist. Also deswegen habe ich für mich immer beide Optionen. Also ja, kann noch nicht sagen, bei welchen Rennen ich die mitnehme oder nicht, aber also zum Beispiel Robbie Simpson, der Trailläufer, der ist ja, also da gibt's kein Rennen, wo man Stöcke braucht bei ihm. Also der würde nie mit Stöcken laufen. Von daher kommt es natürlich auch, merke ich, dass ich immer, je nachdem, wen ich frage, kriege ich auch immer den Ratschlag, nehme Stöcke mit oder nee, da brauchst du keine Stöcke. Ich glaube, das ist, Europäer sind sehr viel stockaffiner als Amerikaner. Vom Grundspirit her, dass Europäer halt eher vom Berg steigen oder beim Wandern kommen und sagen, und vom Skifahren, also ja, nicht mit Stöcke mit, das geht drauf und ja. Und Amerikaner ganz oft diese Canyon und diese Läufe machen und sagen, wie Stöcke, ich muss mal lernen, wie ich mit Stöcken überhaupt hantieren kann. Keine Stöcke für Serzinal, nix, brauchst nicht. Vollgas. Die halten dich nur auf. Das ist die Gefahr, glaube ich, wenn du das dann zu oft einsetzt, wenn es zu laufbar ist und du setzt sie dann trotzdem ein, dass sie dich dann aufhalten, ja. Ja, ich habe auch Madeira Ultra Trail mich dann auch dagegen entschieden. Also weil es halt gefühlt für mich zu viel dann immer mal kurz runter und wieder hochging und so. Und da beim Downhill laufen mit Stöcken fühlte ich mich halt super unsicher. Also ich brauche die Hände irgendwie auch zum Ausbalancieren. Ja, deswegen, also bleibt spannend. Hast du eigentlich den gleichen Trainer noch und die gleichen Methoden oder wechselt es dann, wenn man von der Straße auf den Trail wechselt? Ja, ich habe, seit ich auf den Trail gewechselt bin, also Dan Lorang eher als Art Mentor, das heißt, dass wir sprechen, ich aber keinen konkreten Trainingsplan bekomme. Ich mich, wenn ich halt mit anderen Trailläufern trainiere, mich an denen orientiere und auch selbst, also sehr viel Trainingslehre und wie man Training aufbaut, strukturiert und so, habe ich durch meine jahrelange Leistungssportkarriere ja auch. Und da eher mich derzeit an andere Trailläufer auch wende und halt, um auch mein Wissen über Trailrunning irgendwie zu vermehren. Und es ist, ich merke halt, dass ich gerade noch, es noch so viele Reize gibt, gerade um besser zu werden, dass das reicht oder halt gerade der richtige Weg ist, um ein größeres Bild vom Traillaufen zu bekommen, bevor ich dann halt irgendwie wieder so ganz fokussiert genau das Training mache ich, muss ich erstmal feststellen, welches Training für mich überhaupt im Traillaufen das Richtige ist. Ne, da hast du ja jetzt auch im Trainingslager, glaube ich, die Kimi Streiber ist ja jetzt auch irgendwie in unmittelbarer Nähe von euch. Ja, quasi hinter der Tür. Und die ist ja auch im Trail sehr stark unterwegs, also dementsprechend gibt es da, glaube ich, auch viele Möglichkeiten, sie auszutauschen. Genau. Und kommen dann irgendwann auch die langen Distanzen mal, oder sagst du, die Distanz ist es jetzt mal? Na, ich merke das direkt, dass ich so denke, so boah, das reizt mich total. Also da bin ich mir sicher, dass ich die längeren Distanzen laufen werde. und gleichzeitig brauche ich ein bisschen mehr Gefühl fürs Traillaufen. Und wenn ich das Gefühl habe, also so mich quasi festigen, also es ist auch witzige
ja, Transformation zu merken, dass Marathondistanz ich selbst jetzt nicht mehr als lang empfinde, was halt vorher so das Nonplusultra war. Und dann ist halt, ja, allein in der letzten Saison, wo ich auch 4 Marathondistanzen gelaufen bin, das war halt auf der Straße undenkbar, und 14 Wettkämpfe, ja, und dass es aber schon für mich im Kopf Richtung längere Distanzen geht. Schön. Sie sind auch sehr nett, die langen Distanzen, muss ich zugeben. Und man schießt sich dabei nicht so ab. Und man kann mehr also essen muskulär. Und trinken, ne? Mehr Cola trinken. Und genau. Und wie heißt es, ab 100 Kilometern, berichtigen Sie was, ab 100 Kilometer gewinnt der am meisten essen kann, ohne zu kotzen. Wer am meisten Kohlenhydrate reinschaufeln kann während dem Laufen, hat gewonnen am Schluss. Am Ende muss die Leistung konstant halten hinten raus. Und ich sage das, ich meine, genau. Lisa weiß das jetzt und Anna weiß es, weil sie genauso von der Straße kommt. Hut ab, das ist der härtere Sport. Nicht falsch verstehen, du machst das auf Zug, aber es ist trotzdem ganz was anderes, ja. Und klar kannst du dich blau schießen und kaputt machen, aber du musst anders mit der Energie haushalten. Auch wenn ein Marathon Langdistanz ist, aber du bist trotzdem immer an der Grenze, ja, und zu Laktat Overkill, ja, und deswegen, das ist, ich meine, viel härter. Ja, das merke ich ja auch bei der Regeneration, also auf der Straße ist es einfach auch undenkbar, also nach den Marathons, wie ich dort gelaufen bin, war es halt undenkbar, dann irgendwie 2 Wochen später den nächsten Marathon zu laufen, also hätte halt mein ganzer Körper halt einfach so, da war halt richtig die Energie draußen, also muskulär war nicht mal so das Ding, aber die ganze Energie aus dem Körper. Und das durch den Traillauf, durch den ständigen Rhythmuswechsel, durch das Hochlaufen, Runterlaufen, merke ich, dass der Körper, das ist auch super anstrengend während des Laufens, aber sich viel schneller regeneriert. Ja, weil einfach viele Muskeln gleichzeitig zwar beansprucht werden, aber nicht immer ein Reiz. Die Monotonie ist weg. Ja. Ja, genau. So, die Monotonie ist weg. Ha. Das ist tatsächlich, meine Fragen sind auch weg. Jetzt nicht von meinem Bildschirm, sondern ich habe zwar noch 1000 Fragen, aber da warte ich wahrscheinlich dann drauf, dass die Anna mal langsamer wird ein bisschen und dann laufen wir mal ein 100er zusammen. Dann kann ich dann alle Fragen loswerden. Da hat man Zeit. Ja, also es hat unglaublich Spaß gemacht. Wie lange seid ihr jetzt noch in Norwegen? Noch 2 Wochen seid ihr so mittendrin, bis, oder? Nur noch bis Montag nur noch. Also jetzt ist jeder Tag, also der letzte vom Wochentag quasi. Also eine knappe Woche nur noch. Ja. Ja, dann genießt noch den Schnee und das schöne Nordlicht, ja, wie auch immer. Für die Anna in Tromsø, du weißt, lebt ein ganz berühmtes Trail-Running-Pärchen, ja, mit 2 Kindern. Ja. Und die machen das Tromsø Sky Race. Die machen das Tromsø Sky Race und das ist bei mir auf einer Bucketlist noch drauf. Also ich glaube, das ist das ist zu geil. Das ist sehr technisch. Ja, also das ist so das, was ich gar nicht mache. Ob man das noch als laufbar bezeichnen kann? Nein. Nö, glaube ich nicht. Aber da musst du schauen, dass du zügig bist und nicht runterfällst. Nee, also kommt gut heim und viel, viel, viel Erfolg bei euren Vorhaben. Ja. Es ist echt schön, mit euch gesprochen zu haben. Freut mich sehr persönlich. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und man sieht hier, ist die Sonne schon längst untergegangen. Stimmt, jetzt schon im Dunkel. Ja, bei euch ist finster mittlerweile. Ja. Na dann, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Volksfest. Und wir werden euch weiter verfolgen. Cool, genau. Und wir sind gespannt dann über deine Auswertung, über Glukose-Level. Ja, schick ich gerne. Schick ich gerne. Ja, cool. Ja. Super. Alles danke. Liebe euch. Hana Twins rules. Danke euch. Ciao. Baba. Ciao, ciao.